Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Raiders da draußen. Wolltet ihr schon mal wissen, wie ihr in den Geothermalteilen das letzte Überlebensversteck findet? Ja, ich mache das jetzt direkt nach dem Stream. Wer den Stream verfolgt hat, ich habe lange danach gesucht und habe doch dieses 20. Überlebensversteck nicht gefunden. Habe es die ganze Zeit da gesucht, an der Stelle. Und ja, da ist es aber nicht. Und zwar müsst ihr in das Grab hin. Also da, wenn ihr da schon ein Basislager habt, dann könnt ihr da hinreisen. Ansonsten hier dieses Herausforderungsgrab, was ihr dort seht, das ist es dann. Da müsst ihr einmal rein. Und ich habe es ja schon gemacht gehabt im Stream. Und ja, und das ist hier das, na, kommt dahin, das, die Krankenstation. Also das ist dann das Grab, wo ihr hin müsst. Und ja, genau, also da müsst ihr dann einmal hinreisen. Das habe ich dann hier gemacht. Und ja, da seht ihr, dass ich das direkt nach dem Stream gemacht habe. Ich muss das ja da leider nachvertonen, weil ich dummerweise vergessen habe, bei der Aufnahme das Mikro wieder anzuschalten. Also deswegen, ich zocke das hier gerade nicht, sondern ich kommentiere das. So, hier gibt es auch ein Überlebensversteck. Wenn ihr das eingesammelt habt und dann mal Laras Spinnensinn anmacht, dann seht ihr, dass da eine Tasche liegt. Ja, ich muss nochmal die Pilze mit einsammeln. Und ja, dann müsst ihr nämlich hier ins Wasser gehen, um da ranzukommen. Und ich glaube, ganz, ganz viele übersehen das, weil man überhaupt nicht daran denkt. Also man macht halt dieses Grab und denkt überhaupt nicht daran, dass man hier auch tauchen kann. Ja, da habe ich erstmal eine Weile gesucht. Irgendwo da ging es doch rein. Ich glaube, weiter links war das, Lara. Ja, da, genau da. Ich glaube nicht, dass man hier schon das Atemgerät braucht. Ich glaube, das geht auch schon so. Zeige ich auch gleich nochmal. Also es ist eigentlich nur ganz kurz einmal durchtauchen. Ich bin hier nämlich ein bisschen länger getaucht, als man muss. Also einmal nur einmal so kurz durch. Müsst ihr mal ausprobieren. Ansonsten spielt vielleicht das Grab erst, wenn ihr das habt. Aber das müsst ihr eigentlich auch ohne dieses kleine süße Tauchgerät gehen, was Lara da bekommt. Genau, und dann schwimmt ihr einmal hier durch. Und wie ihr seht, da ist ja die Tasche, die ihr gerne einsammeln könnt, wenn ihr wollt. Aber was viel wichtiger ist, hier ist also für mich das 20. und vielleicht für alle anderen auch das 20. Überlebensversteck. Ja, ich hoffe, ich kann viele damit helfen und ihr findet das genauso wie ich jetzt. Und ja, habt das dann somit vollständig und wieder einen Schritt weiter zur Platin. Oh Mann, das hat mich so gewurmt, dass ich jetzt nochmal gucken musste. Hab nach einem anderen Guide geguckt und so und habe auch eine ganze Weile gesucht, bis ich es dann noch gefunden hatte. Aber ja, das war es mir wert. Und dachte, ich mache noch mal ganz schnell ein kurzes Video dazu, damit ihr das seht. Und jetzt ja, werde ich auch ganz schnell ins Bett hüpfen. Auf jeden Fall, ja. Genau, wenn ihr die Tasche eingesammelt habt, dann werden irgendwelche Schätze da sicherlich da noch aufgedeckt, die ihr da denn seht. Aber ich habe sie alle eingesammelt, deswegen werden sie da nicht mehr aufgedeckt. Ich habe sie ja alle schon. Genau. Und ja, wenn ihr das Grab noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr euch jetzt auch dem Grab widmen. Und ja, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch helfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.